So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Destiny. Endlich mal So. wieder. Na, ich muss erstmal durchsehen hier. So, wo geht's Wir hin? müssen da nach hinten, ich hab's markiert. Ich aber Oh, nicht. es ist wieder schön, mal Destiny zu spielen. Jetzt schon wieder ein bisschen her, es ist jetzt schon seit. Also vor Weihnachten haben wir es, glaube ich, das letzte Mal gespielt, oder? Oder haben wir Ja, nach Weihnachten nochmal was gemacht? nee, eigentlich nicht. Hat mal gar keine Zeit. Okay, stimmt. Angriff! Angriff! Oh, ich bin vielleicht jetzt nicht so super gut reingefahren. Hier drin ist noch eine Truhe. Hinter mir. Ja. Im Gebäude. Im Gebäude. Jo. Oh. Hier sind noch jede Menge Feinde. Oh, den kann ich umfahren. Nichts gebracht. Au, Alter, da hat mir Hinter erstmal wieder dir. einer geknallt. Ja, ich hab's schon mitbekommen. So. Eine schönere Waffe. Untersuchen. Du machst es. Beispiel, wie die Legion funktioniert. Ihre Technologie ist so brutal, wie sie sich So, selbst na denn, dann erobern, müssen wir wie weiter ein hier rein. Wir machen jetzt die Hauptquest mal weiter, falls man mich überhaupt hört. Ja, man hört dich und man sieht dich. Alles klar, ja, sehen tut man mich, das, davon gehe ich aus. Von hören war ich mir nicht ganz so sicher. Wieso? Aus Gründen. Weil ich mein Mikro anders hingelegt habe. Hier müssen wir rein. Können wir da mit Auto rennen? Und klar, kannst du da mit Auto rennen. Aber du kannst hier auch oben, wird schwer hochzukommen. Schaffe ich. Schade. Ich hätte mich jetzt sehr gefreut, hättest du es geschafft. Hätte ich mein Fahrzeug gleich wieder geholt. Probieren das Ganze nochmal. Ah, also hier müssen wir die Hauptquest wahrscheinlich auch annehmen. Yo. wahrscheinlich alleine deswegen nicht. Wenn man nicht das Fahrzeug mitnimmt. Durchaus möglich. Huch. Bäh. So, dann schauen wir mal, was dazu Und bei mir ist bisher noch schwarzer Bildschirm. wird. Bei mir ist auch schwarzer Bildschirm. Mit Ladebalken. Ladebalken. Ladebalken of Doom. So. Ja, jetzt los. Thomas, der Ungebrochene, hat ein Schiff in der Basis. Hä? Nur so können wir unentdeckt auf die Ach, da bist Allmacht du. gelangen. Hier steht es also. Wie sollen sein Schiff gehen? Haben wir ihn nicht Leute, die gekillt? Gefallenen sind unterwegs. Scheint, als hätten Naja, die wir sollen aber Operation sein nicht Schiff gelangt. klauen. Ach, diese gierigen Oder haben wir das mit Arschlöcher. dem Da kommt man anderen sich sicher Schar vor. gemacht? Wie ein Warlock, wenn man. Aber wir haben noch nicht das Schiff geklaut. Wir sollen ja das Schiff Willst du? spielen. Ja. Hier. Wir sind hier mit den Warlords sind wir auf jeden Fall weiter. Das weiß ich noch. So, diese geile Granate gesehen, Alter. Ich finde meine Knarre voll geil. Das stimmt, da warst du ja ziemlicher Fan von. Meine Nahkampffähigkeit lädt jetzt meine Granaten aus. Oh, ich ja fast nur noch in den Nahkampf. Oben Ja, aber das links. muss trotzdem erstmal noch immer ein bisschen aufladen, der Nahkampfschlag. Boah, Aber meine Fliegeviecher. Granate kann ich gleich wieder einladen, weiß nicht wie viel. Ach ja, ich liebe den Revolver. Liebe Maschinengewehre. Schönes Ding. Aber elegant gelöst. Schwert habe ich auch bei. Jawohl. Ich hab ne Sniper. Ballert irgendein ne Sniper weg. Kann man hier aber durchlaufen? Irgendwo konnte man noch durchlaufen, war ich der Meinung. Stimmt, ja, hier. Hier muss man irgendwas mal gleich machen. Weil hier sind Scheiben, hier sind Scheiben, hier ist irgendein Energiefeld. Das heißt, dann wird logischerweise durchs Energiefeld gehen und nicht durch. Okay, wir gehen da hinten lang.
Tommy wird erstmal hart vorbeschossen. Ein bisschen Verschwendung. Ich glaube, das ist eher so von wegen, ja, guck mal durch die Tore, durch die Fenster, da ist ein bisschen was los. Und dann wirst du praktisch geteasert und du sollst erstmal hinlaufen. Also typischer Bullshit. Keine Granate. Alter, wenn meine Aufladung voll ist von meinem Nahkampf, dann wird meine Granate einfach schon mal gleich zur Hälfte der Cooldown reduziert. Wie kannst du denn einen aufgeladenen Nahkampfschlag machen? Naja, das ist die Fähigkeit von meiner neuen Specialkraft. Okay. Statt die Aura am Boden ist das jetzt meine Kraft, die ich einsetze. Vielleicht sollte ich doch ein bisschen besser in Deko gehen und nicht einfach so dastehen. Könntest du mehr Sniper-Muni haben? Bei mir. Er hat eine Powerwaffe von der Powerwaffe, gibt es halt immer nur wenig Munition. Ja, oh, was Blaues. Oh. Ja, kannst du deine Action machen. Ist trotzdem am Arsch. Jetzt eigentlich. Ach nee, die Aura auf dem Boden ist es nicht. Was ist denn. Ach doch, Nahkampf ist bei dir auch was. Irgendwas ist bei dir Nahkampf. Dass du den Gegner, glaube ich, auflöst, oder? Oder irgendwie sowas. Müsstest du mal gucken. Irgendein Nahkampf-Move ist. Dieser Schlag? Ja. Ein Gegner nur im Nahkampf gerade hitten. Okay, ich schieße ihn nicht kaputt. Oh! Hey, fickt euch! Was hat mich denn getroffen? Nice! Ich habe gerade eine Menge von den Hunden gekickt mit einer einzigen Granate. Mit Arnate? Das ist ziemlich nice. Das finde ich aber wirklich gut. Das ist. Da gefällt mir jetzt schon der zweite Spiel insgesamt besser. Und da kommt gleich noch was, wenn ich den mal einsetze. Wenn du. Ja, ich versuche den mal jetzt irgendwie demnächst einzusetzen, wo viele Gegner sind. Also auch wenn irgendwie so ein bisschen auf dem Haufen. Muss nicht viel sein, aber so ein bisschen will ich. Schönes Ding. So, wir kommen ja hier sehr gut durch. Boom! Oh, was war denn das für eine. Crazy Granate. Ach, ist er jetzt nicht mehr dieses Schwert oder was? Nö. Okay, muss ich mir mal wieder mein Dings angucken. Lass mich mal an Tumors Schiff ran. Deswegen habe ich gerade die Mission gemacht, die Solo. Ups, so. Naja, schade. Scheiß drauf. Mal irgendwann anders. Ja, eben. Und davon gibt es halt noch später eine für den. Also für jede Klasse gibt es wieder ein paar mehr. Okay. So, jetzt müssen wir das Schiff, glaube ich, gleich beschützen. Der Klassiker. Herauszufinden, wie das funktioniert. Verteidige das Schiff. Oh, Mensch, Surprise. Voll die Call of Duty Mission. Boah. Komm, ich will auf das Schiff rauf. Das wäre voll geil. Ah, da von da aus schaffen wir. Yo. Nicht mal einen auf Sniper. Oh, Nahkämpfer. Und? Wumm. Kannst du Granate haben? Ein Abgang. Links von dir. Auch ein Nahkämpfer. Okay. Hinter dir müssen welche sein. Naja, ja, den Hund habe ich kaputt gemacht. Ich kriege ja richtig schön eine Granate ab. Hello, oh, du willst eine Granate haben, das sehe ich doch. Bist du noch an einem Stück? Die lässt nämlich viele kleine Mini-Granaten fallen. Okay. Hey,
Dadurch eine größere Range. Oh, und die habe ich auch immer gemacht bei Borderlands. Schön, Alter. Schön viele Granaten. Oh. Hinter dir? Oh, ich stehe hier in meinem Dach drin. Ich bin gleich in Level 19, holy shit. Oh, muss doch noch der Gigantige sein. Da hier, steht vor mir. Der hat aber schnell auf ihm. Wir sind einfach schon zu mächtig, Tommy. Das stimmt. Unser Licht ist einfach viel zu krass. So, jetzt geht's auf. Ja, ich habe auch Taschenlampe angemacht. Wir bauen auf dich, Hüter. Danke. Ich mach mal hier den Stuff weg. Ach, scheiße, das war ja total dumm gerade. Wir wollten die Story sehen. Naja, egal. Who cares? Sowieso irgendein Bullshit von wegen, ja, wir gehen jetzt da rein, ballern alle Lieder und ballern noch mehr. Richtig, und so spektakulär seid ihr euch jetzt nicht aus. Wir gehen jetzt nämlich ans große Schiff und kapern das. Zwei Leute. Ja. Zavalas Truppen gehen schon um die Stadt herum auf Position. Aber sie können nicht angreifen, bis wir das Ding glatt gemacht haben. Auf dem waren wir schon mal drauf. Wenn du es bist. Ja. Das erste Mal war. Mhm. Der denkt sich so, ich balle auf die Sonne. Mhm. Die benutzen die Sonne als Treibstoff. Ja, so. Geschafft. Wir sind auf der Alma. Gut. Ihr müsst den Zentralkern des Schiffs finden und das Waffensystem deaktivieren. Am besten folgt. Lauf ich richtig? Ah, das sieht richtig geil aus. Mhm. Ich bin Level 19 irgendwann mal geworden. Ich brauche Munition. Achso, ich habe ja doch wieder Munition für die andere Waffe. Ich bin viel besser. Ich würde gerne meine gelbe Knarre mal gerne aufleveln. Hier ist nur ein 155er, aber die nutze ich halt einfach nicht. Oh, kommt jetzt wenigstens eine? Dafür eine neue Rüstung. Sind wir zu spät? Die schlechter. Noch nicht. Du musst die Verbindung zwischen der Allmacht und der Sonne unterbrechen, Hui. Bevor das Magnetfeld der Sonne zerstört knapp. Wird. Nee, okay, sieht gut aus. Alter, wie lange ich fliege. Angriff! Bam, 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 bam. Bam. Irgendwas ist da hinter uns. Wir beide gleich so kurz auf die Map geguckt. Ich hab was gehört. Fledermaus on alle Hand of Blood. Achso, hab ich dir noch gar nicht erzählt, weil ich hab meine super Kopfhörer kaputt gemacht. Nein, irgendwie. Ernsthaft? Und jetzt habe ich Dings-Kopfhörer drin hier. Ach stimmt, du hast mir mal erzählt, dass du neue Kopfhörer geholt, also nochmal geholt hast. Na, die hatte ich doch auf der IFA gewonnen. Ja, die sind kaputt gegangen. Ja, ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Oh, schade, ey. Aber jedenfalls sind sie... Also sie sind nicht in dem Sinne nicht kaputt, dass sie nicht gehen, sondern der Rahmen ist sozusagen gebrochen. Hm. Hängst du den wieder ran? Keine Ahnung, ob das so gut ist. Oh gut, guck mal näher. Nett von oh, finde ich eigentlich ganz gut. Jetzt macht die Granate denn. Nein, er hat ein Schild aufgebaut. Voll. Ja, da können wir auch. Ach scheiße, ich bin ja kein Titan. Kein Titan. Dafür drücken wir mehr Schaden in dem Kreis, ist auch okay. Das stimmt. Nee, jetzt habe ich einfach in ihr Kopfhörer. Womit ja, man nee, eigentlich also vom iPod. Die passen in ihr einfach nicht. Ja. Ich will, dass sie so richtig im Ohr stecken, einfach gar nicht. Naja, mag ich eigentlich auch nicht so wirklich. Also außer zum Musik hören, wenn ich unterwegs bin, aber. Naja, ja, selbst dafür nicht. Ich mag einfach nicht, dass es hier sozusagen in der Ohrmuschel direkt vorbei ist und dann noch direkt ins. Und dann noch sozusagen den Weg.
am inneren Teil vorbei. Das fühlt sich nicht nur unangenehm an, sondern ich habe das Gefühl, wenn es einmal zu laut ist, kracht das aber richtig im Ohr. Na jedenfalls kann ich dadurch wesentlich besser Sachen hören. Ja, kann ich verstehen. Irgendwie auch. Macht ja auch irgendwie Sinn. Wir erledigen das, Commander. Aber die anderen die ganz anderen Sound Magic Dinger, die waren richtig gut. Also ich hätte zwar wahrscheinlich nicht das Geld dafür ausgegeben. Aber naja. So, was würde ich jetzt wohl sagen, so ist es halt jetzt nun mal, wa? Ja. Die Stelle, okay, hier müssen wir gleich verteidigen, das weiß ich auch noch. Ich stelle mir fest, oh nein, da hinten ist zu. Oh nein, es ist verschüttet. Blockiert. Wir könnten aber sicher die Mahlzähne wieder in Gang bringen. Das ist gut, ich habe nämlich gleich meine Super. Vor allem, wir sind doch innerhalb eines Schiffes, oder nicht? Ja, ja, denk nicht drüber nach. Oder vielleicht ist dieses Schiff auch woanders drin, wo es gerade was abbaut. Ich weiß auch nicht. Das Schiff ist um etwas herum gebaut worden, damit es etwas abbauen kann dabei. Als Treibstoffquelle. Das weiß ich nicht. Das Sonnensystem ausbeuten? Das ist irgendwie. Wenn es so ist, wie wir uns jetzt denken, ergibt das halt einfach keinen Sinn. Ja. Fusionszelle aufnehmen. Das ist radioaktiv und instabil. Halt es nicht zu lange. So, ich bin ein Computer. Oh, so, jetzt wird da hinten die Luke geschlossen. Das zerstört es jetzt irgendwie da drin und wir müssen in der Zeit auf unseren Arsch aufpassen. Yippie! Die war zu früh. Ein bisschen, ja. Oh, zwei Headshots. Oh, das war schlecht. Ich stehe hinten mit einer Sniper. Jo. Ich stehe vor in der Offensive und köder das Feuer. Okay. Was wollt ihr mal? Ihr kommt hier nicht vorbei. Habt ihr nur einen Schuss Sniper und dann kommen wir hoch. Einer müsste bei dir sein. Ja, ich weggemacht. Da ist auch ein dicker. Scheiße, ich bin tot. Oh. Komm mal zu dir. Bei mir sind Hallo. Drei. Ja, jetzt hab ich okay, schon. Okay, ja, easy. Den blauen Loot möchte ich trotzdem gerne schon mal. Hast du Munition mit Feuer? Ja. Geil, damit hast du gerade extra Schaden gemacht. Komm, jetzt gibt's Schläge ins Gesicht. Down ist er. Liegt noch ein bisschen Zeug rum. Oder sind nur Sphären des Lichts? Ein 96er Revolver, das finde ich gut. Ich habe mir mein Zeug neu an die Richtung angeguckt. Ja, gleich mal 90er ausgerüstet. Aber das ist ein Revolver. Ja, ich weiß ja, du bist ja überhaupt da kein Revolver-Fan. Also was heißt da keiner, aber du kannst halt nicht so gut zielen, meinst du? Ne, nicht bei dem Game. Da ist noch genug vom Planeten übrig. Wir kümmern uns drum. Zavala, deine Truppen stehen an der Stadtgrenze bereit. Mit dem, bei zum Beispiel Borderlands finde ich, Revolver richtig nice. Okay. Ich weiß nicht, warum ich einfach auf dem, bei dem Game nicht so gut drauf klarkomme. Aber naja, scheiß drauf. Hattest du Borderlands schon mal aufgenommen? Nur eine Folge bei Bossfights. Ich hatte auch irgendwann mal überlegt, das zu Let's Playen, aber das ist so relativ langatmig. Ja, aber das wäre eine Sache, die man ja auch zusammen machen könnte. Ja. Da kann ich mich sogar noch dran erinnern, wie wir mal mit David zusammen. Mit David, ich habe nicht. Also ich kann mich nicht erinnern, nicht mit David gespielt, sondern mit dir, Josef und Paul eine kurze Runde. Also ich weiß, dass ich mal auf jeden Fall mit David und Philipp. Ja, das kann sein, das würde ich gar nicht ausschließen. Anscheinend waren wir da aber noch zu dritt. Aber zu dem Zeitpunkt hat mir Borderlands noch nicht gefallen, das weiß ich nicht. Also ich bin deswegen schnell ausgetreten, weil es irgendwie nicht gemeint war. Ja, aber ich gebe gerne nach Jahren eine neue Chance. Das ist auch schon ungewöhnlich. Also, der einzige Weg, was denn? Dass du einem Spiel eine zweite Chance gibst. Ach doch, das ist schon häufiger, aber. Sollten wir hier sein? Ja, hier sollen wir sein, wir müssen nur hier hinter.
Vor uns ist halt die Sonne, die gerade aufgesaugt wird. Und was wenn jetzt direkt losgeht, siehst du, das ist ziemlich nice aus. Und natürlich Feinde, die mit gegen uns kämpfen. Wage zu bezweifeln, dass man hier sein könnte. In real. Wage zu bezweifeln, dass diese ganze Story irgendwie Sinn macht. Und ja, okay, stimmt auch. Hauptsache, das Spiel widerspricht sich denn nicht in seiner eigenen Logik. Solange das nicht passiert, ist mir das egal. Na, den stört es ja auch nicht, da in der Sonne zu stehen. Eben. Weil, also wir hätten eh schon alle ein Problem bei Because of Dralo. No. Okay, das glaube ich jetzt komplett durch bis oben. Allein die Metallplatten neben uns müssten so heiß sein. Ja, ja. Also, dass eigentlich dahinter keine wirkliche Kühlung ist. Wir sind ja auch äußerst nah dran, also. Naja. Aber es sieht geil aus. Das stimmt. Und wer lässt diese komischen Klappen hier offen? Damit auch jeder ja. Warum gibt es diese Klappen? Das ist die wichtigere Frage. Ja. Und warum möchte man uns draußen bekämpfen, wenn man davon ausgehen müsste, dass wir da draußen sterben? Das sind die wichtigen Fragen. Das sind nämlich dann ziemliche Logiklücken für mich und das wirkt dann sehr konstruiert. No. Oben ist ein Sniper. Ja, hast du schon weggeholt. Kriegsbestie. Geiler Name. Krasser Hund. Nahkampf oder was? Nahkampf oder was? Nahkampf. Blauer Loot. Folge schon. Was? Wie lange die Folge geht? 22 Minuten. Sehr schön, dass du was sagst. Ich würde sagen, wir sehen uns in einer wunderschönen nächsten Folge wieder. Also haut raus, bis dann. Tschüss.